Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute mit einem kurzen Special. Die Schlacht um die beste Videokonferenzsoftware ist geschlagen. Sie sehen vor sich die Oberfläche von Hangouts Meet von Google und neu integriert ist eine Funktion, die ich Ihnen heute gerne zeigen möchte und die sich für alle internationalen Formate eignet und vor allen Dingen auch für die barrierefreie Ausgestaltung von Präsentationen. Und das Ganze versteckt sich unter dieser Schaltleiste, die neu hinzugekommen ist, Untertitel aktivieren. Ich zeige Ihnen ganz kurz die Möglichkeiten, die Sie haben. Dazu nämlich, dass, Moment, das war falsch, dass die Untertitel selbst jetzt vorliegen für die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, und zwar für die Varianten in Spanien und Mexiko. Bisher war der Untertitel für das Englische vorbehalten, aber jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit, live die Videokonferenzen zu untertiteln. Ich sage jetzt auch wiederum keine Satzzeichen an, aber Sie sehen, dass diese Live-Untertitelung, die über die Google-API läuft, die auch im Web-Captioner eingesetzt wird. Ich verlinke den Web-Captioner in den Kommentaren, also in der Beschreibung zu diesem Video und auch als Infokarte. Und sowie das Infovideo auch zu Hangouts Meet in der Reihe Digitale Lehre. Sie sehen, das Ganze ist revolutionär in der Idee und praktikabel in der Umsetzung. Und so Sie über einen Zugang zu einem Google Workspace verfügen oder aber sich einen solchen anschaffen wollen, sei Ihnen die Arbeit mit Hangouts Meet nachdrücklich empfohlen. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.